Besuchern des Alley Centers Alten Essen, unseren Gästen von Presse, Film, Funk und Fernsehen, hier bei der Pressekonferenz zur Fight Night Profiboxen der Extraklasse am Samstag, den 1.6.2013. Der erste Gong ertönt um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr in der auf Kampfsport erprobten Eissporthalle am Essener Westbahnhof. 10 spannende Fights, ausgerichtet von Loggia Box Promotion, Herr Granit Schala. Herr Granit Schala hat eine Pizzeria hier in diesem Einkaufszentrum, mit seinem Bruder auch noch eine im Limbecker Platz. Der ist also, was Essen und Trinken angeht, sehr bekannt, aber auch in Boxkreisen. Er gehört zu den jüngsten Boxpromotern in Europa. Als ich kürzlich mal für Boxen heute geschrieben habe, er ist der Jüngste, hat es eine ganze Menge Resonanz gegeben. Aber ich muss sagen, Neider gibt es immer. Die sollen alle erstmal eine Veranstaltung aufziehen und dann können sie sich mit diesem Ruhm schmücken. Granit Schala, der als Kind von Don King geträumt hat und den wir spaßeshalber hier Don Granit nennen. Aber allein der Name Granit, der steht doch schon für ein Programm. Der wird Ihnen später auch noch ein paar Takte sagen und Sie ebenfalls begrüßen. Ich darf erst einmal den Tisch hier vorstellen. Nicht nur den Tisch, sondern alle, die da dran sitzen. Neben mir sehen Sie Bihes Barakat, IBF Juniorenweltmeister vergangener Tage. Der wird zum Programm gehören. Einer der Hauptkämpfer in der Eissporthalle am Westbahnhof. Und dann, eigentlich hätte ich ja mit ihr anfangen müssen, aber das ist so schwierig in der Reihenfolge. Das ist Elina Thyssen. Sie besitzt 5 Weltmeistergürtel in verschiedenen Gewichtsklassen und Verbänden. Ellen the Machine, auch das steht für ein Programm. Und sie wird später auch noch ein bisschen über ihre Karriere als Boxerin uns übermitteln. Dass sie natürlich in der Eissporthalle den absoluten Hauptkampf bestreitet und es geht um die Weltmeisterschaft, dürfte allen Boxfans klar sein. Danach kommt der schon besprochene Don Granit Schala, Loggia Box Promotion. Als nächsten sehe ich den Trainer und Manager von Elina Thyssen, Mikey Hund. Dann folgt der GBC-Vizepräsident Ibrahim Barakat und der andere Außenpart als Gegengewicht zu mir, Jama Saidi, The Hammer, der um die Weltmeisterschaft boxt in der Eissporthalle am 1.6. Wir freuen uns auf Sie alle und wir versprechen 10 Kämpfe und ein spannendes Programm. Und jetzt möchte ich erst einmal weitergeben an unseren Boxpromoter Don Granit Schala. Hallo an alle. Ich möchte zuerst allen bedanken, dass ihr seid. An den Sportler bedanken. Ich möchte an den Vizepräsidenten bedanken. An unseren Manager. An unseren vom Box heute Journalist Uwe. An zahlreichen Zuschauer. Lauter? Okay. Ja, am 1.6. ist meine nächste Boxveranstaltung. Da werden viele Kämpfe sein, wie Robert nennt, 10 Kämpfe. Unter den 2 WM-Kämpfe. Jama Saidi wird um Junior-Weltmeisterschaft kämpfen. Und Elena wird ihr Titel verteilen. In GBC-Version. Bihes Barakat ist ein gefährlicher Typ. Der ist nett, auch. Er ist ein Junior-Weltmeister. Der wird am Abend keinen Titelkampf machen, aber wird auch ein paar Runden kämpfen und zeigen, was er noch kann. Ja. Dann, bist du am Ende? Bist du am Ende? Dann darf ich wieder übernehmen. Ich habe vergessen,
Nun gehört sich eigentlich, dass man sich als letztes nennt. Ich bin Hubert Wildschütz, hier in Essen bekannt als Pressemensch vom Essener Sportbund. Ich bin aber beruflich mit dem Boxen ganz stark verwurschtelt. Ich bin Redakteur bei Boxen heute, dem neuen Boxmagazin. Als nächstes möchte ich mal ein paar Worte hören von Mikey Hund, dem Trainer und Manager von Erin the Machine. Mikey, du hast das Wort. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Vielen Dank an zahlreichen Zuschauer, die heute zu der ersten offiziellen Pressekonferenz erschienen sind. Wir sind hoch erfreut, hier sein zu dürfen. Großen Dank an unseren jetzt übergangsweise, sage ich mal, neuen Promoter, Granit Challa, der uns hier die Möglichkeit gibt, uns hier zu präsentieren, beziehungsweise uns die Möglichkeit, Irina in einem Hauptkampf zu präsentieren. Die Presse wird es wissen, nach den Querelen der letzten Wochen und Monate, als es da nicht zu dem Kampf in Dortmund gekommen ist, waren wir auf der Suche nach einem ordentlichen Veranstalter, der uns eine gute Plattform bietet, um einen guten WM-Kampf darzustellen. Den haben wir hier mit Granit auf jeden Fall gefunden. Wir gehen davon aus, dass die Qualität dieser Pressekonferenz ebenso gut sein wird wie die Veranstaltung, die wir am 1.6. abspulen wollen. Bin auf der anderen Seite hoch erfreut, dass da einige andere Hochkaräter noch boxen werden oder kämpfen werden, so wie Bayez Barakat, der natürlich oben in der Weltspitze mit dabei ist. Sehr, sehr hoch erfreut, dass er Irina zur Seite steht auch wieder und ebenfalls einen Kampf machen wird. Auf der anderen Seite Jamal Saidi, von dem ich aus dem Kickboxen schon viel gehört habe. Ich hoffe, dass er dort auch erfolgreich sein wird und dass wir rundum eine Bombenveranstaltung hinlegen werden, alle erfolgreich unsere Siege einfahren und im Anschluss das Essener Publikum damit zufriedengestellt haben und dem Granit auf der anderen Seite damit eine neue Plattform bieten, um das nächste Mal wieder eine Veranstaltung zu machen. Dankeschön. Mikey, das war ganz interessant, aber da hast du ein Thema angerissen. Da möchte ich nochmal ganz kurz für die Leute, die es halt nicht wissen, einzuordnen. Was da passiert ist, also da ist ein Weltmeisterschaftskampf eigentlich fertig abgeschlossen. Es fehlt nur noch die Unterschrift eines der Vertragspartner. Diese Boxerin würde auch gerne antreten, wie man hört, aber da gibt es irgendwelche vertraglichen Probleme. Da liest man den Vertrag mit unterschiedlichen Augen sozusagen. Und dadurch hat Irina Thyssen diesen Weltmeisterschaftskampf, der vorgesehen war, verschoben, hat einen dazwischen geschoben und der findet statt hier in Essen, in der Eissporthalle am 1.6. Und ich bin ganz sicher, Irina hat bereits 5 Gürtel inne. Sie ist in den Verbänden Weltmeisterin WIBF, GBU und GBC. Sie verteilt ihre Titel über 3 Gewichtsklassen. Im Super-Bantam-Gewicht, im Federgewicht und im Super-Federgewicht. Und ich habe vorhin bei der Vorstellung dieser Sache gesagt, Hauptsache super. Irina, erzähl uns doch mal ein paar Takte über das, was du in der nächsten Zeit vorhast. Denn diesen Titelkampf wird wohl der vorgesehene gegen Goda in einigen Monaten folgen, falls die Leute mal irgendwann ihre Unterschrift und das Papier kriegen. Ich freue mich wirklich erstmal zu sagen, dass ich mich freue auf den Kampf, überhaupt am 1. Juni boxen zu dürfen und zu können. Und ein Dank an Granit Challa, dass er mir die Möglichkeit gibt, dann wirklich auch schon den Hauptkampf zu machen. Und was die Gegnerin angeht, oder die Goda Galdidai, es sind halt einige Sachen schiefgegangen, wo wir dann sagen mussten, so kann es nicht gehen. Und vertraglich, da wurden einige Sachen festgelegt, die dann doch nicht eingehalten wurden am Ende. Und somit haben wir dann, Granit Challa hat uns dann die Möglichkeit gegeben, am 1. Juni sofort dann den Kampf zu machen. Ich denke mal, nähere oder genauere Informationen kann das Maike dann am besten erklären, was die vertraglichen Geschichten angeht. Und für mich ist wichtig, jetzt in der Vorbereitung mein Bestes zu geben und am 1. Juni dann natürlich einen Superkampf zu machen und dem Publikum wirklich eine gute Show zu bieten und meine Leistung zu zeigen. Ja, danke schön fürs Erste. Haben wir denn, Mikey, die Frage gilt eigentlich dir, haben wir denn schon eine Gegnerin parat? Also, die Zeit war jetzt ein bisschen kurz, um
jetzt schon eine festmachen zu können. Wir sind mit drei internationalen Boxstellen gerade in Verhandlung. Das heißt, wir konnten insofern schon mal drei Kämpferinnen fixieren, die interessiert sind, diesen Kampf zu machen gegen Elina. Unterschrieben sind die Verträge allerdings noch nicht, da muss ich ganz ehrlich sein. Aber ich denke, dass in der kommenden Woche das abgeschlossen wird und wir dann in Hochkaräter auch aus der obersten Rangliste nach Essen holen werden, die dann gegen Elina antritt. Namen können jetzt leider heute noch nicht genannt werden, wie gesagt, weil es noch nicht spruchreif ist, aber ich denke, dass die Presse in der nächsten Woche definitiv eine Gegnerin präsentieren darf. Das ist ja dann auch schon wieder eine neue Schlagzeile wert, wenn die Gegnerin feststeht. Sollen wir mal zusehen, dass wir auch direkt Fotos dabei haben, damit wir entsprechend berichten können. Vor allen Dingen hier im Großessener Raum, denn die sind alle schon ganz gespannt, wer die Gegnerin wird, die sich traut, gegen eine so erfolgreiche Boxerin wie Elina anzutreten. Elina, sag du doch noch mal ein bisschen über deinen Kampfrekord. Weißt du nicht? Du hast nur Siege, oder? Nein, also 17 Kämpfe und zwei Niederlage leider. Das am Anfang ist meine Karriere, aber als Weltmeisterin ungeschlagen und 6 K.O.s. Toll, jetzt habe ich gar nichts. Hast du vorher als Amateur schon geboxt? Nein, nie. Also ich hatte generell vom bevor ich angefangen habe, nichts mit Kampfsport zu tun gehabt. Also kein Kickboxen, kein Amateur, kein Karate, nichts in der Art. Ich habe eigentlich nur getanzt. Und somit hat es angefangen, weil halt fürs Boxen braucht man die Beweglichkeit. Und da kam dann von Mike dann der Spruch, hier wäre eine gute Boxerin geworden, weil man halt fürs Boxen so diese Beweglichkeit und die Koordination braucht. Und somit hat es dann angefangen. Ich bin einmal zum Training gegangen, das hat Spaß gemacht. Ich habe gesehen, dass es funktioniert. Und somit bin ich dabei geblieben und ja, nach 7 Jahren bin ich 5-fache Weltmeisterin. Tanzend zur Boxweltmeisterschaft, Elina Thyssen. Jetzt hast du uns alle ganz gespannt gemacht. Alle, die hier sind garantiert auch in der Eissporthalle dabei. Was wollen wir denn sehen? Wollen wir die tanzen sehen? Wir wollen die tanzen und boxen sehen. Und siegen sehen vor allen Dingen. Ja, dann möchte ich mal den Ibrahim Barakat, er ist der Vizepräsident der GBC, ins Gespräch bringen. Bitte erzähl so ein bisschen über deine Position und wie es weitergeht mit eurem Verband und was ihr so alles hier in Deutschland treibt. Da ist schon einer aus dem Publikum, gegen wen möchtest du boxen? Gegen mich? Ach so, gegen ihn. Ach so, ja gut, ich dachte schon, du suchst einen Gegner. Ibrahim, jetzt bist du dran. Ja, hallo, ich bin Ibrahim Barakat. Ich bin der Vizepräsident der GBC. Und ja, unser Verband, also es sind insgesamt 10 große Weltverbände. Und unter die 10 sind wir auch, die weltweit anerkannt sind. Ja, wo wir hinwollen, wir wollen auch natürlich mit unseren Boxern, mit unseren Titelboxen, halt groß starten auf jeden Fall. Und Elina ist ganz gut dabei, ist die einzige Frau bis jetzt, die in 3 Gewichtsklassen Weltmeisterin ist. Und da freuen wir uns auf jeden Fall.